die merkwürdigsten Geschichten über Jay-Z und Beyoncé. Leute, ich mache das nicht extra und suche jedes Mal Aufnahmen aus, wo Leute sagen, dass Rapper oder Schauspieler den Teufel anbeten. Ja, wenn du dich mit der Musikindustrie auseinandersetzt und da reingehst, so in Amerika, dann kommst du, glaube ich, um diesen Motherfucker, den wir gerade im Bild sehen. I don't like him. Kommst du nicht drum rum? Sie wären ein skrupelloses Paar, das über Leichen gehen würde, um ihre Ziele zu erreichen. Step gemacht haben in die obere Liga rein, wie sich auf einmal deren Content, deren Talks, deren Musikvideos, deren Message nach außen, wie sich das alles verändert, so weißt du? Noch dazu beschuldigt der Jay-Z, Beyoncé mit Substanzen vollzupumpen, um sie besser kontrollieren zu können. Kimberly Thompson, Beyoncés ehemalige Schlagzeugerin, beschuldigte die Sängerin im Jahr 2018 der Hexerei. Krass. Jazz-O deutete ebenfalls an, dass Jay-Z den Teufel anbietet. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Liebe geht raus von mir und natürlich vom ganzen Chat, vom Love Gang Chat. Ich küsse euer Herz. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Danke für die schönen Kommentare immer. Danke für die Liebe. Liebe geht zurück auf jeden Fall. Und zwar werden wir heute wieder auf ein Video von Flex Doku reagieren. Grüße und Liebe geht natürlich auch raus an den Bruder. Und zwar hat er wieder ein neues Video heute hochgeladen. Und ich glaube, es ist ein sehr interessantes Video. Und zwar heißt das Video die merkwürdigsten Geschichten über Jay-Z und Beyoncé. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Über Jay-Z und Beyoncé gibt es ja sehr viele Theorien, die so rumkursieren, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin gespannt, welche davon heute auch im Flex Doku Video mit drin sind. Wir lassen uns nicht lumpen und gehen direkt rein. Let's go. Yo Leute, hoffe alles okay bei euch. Alles nice, Bro. Ich hoffe bei dir auch, mein Jutster. Heute geht es wieder um sehr interessante Themen. Wir gehen auf die merkwürdigsten Geschichten über Jay-Z und Beyoncé ein. Von der Behauptung, dass ihre Beziehung auf einem Businessvertrag aufgebaut ist, eine gefakte Schwangerschaft, wo Beyoncé angeblich mit einem Fake-Bauch rumgelaufen Davon habe ich auch schon gehört. Und ein paar Behauptungen von 50 Cent und Jazz-O. Die andeuten, dass Jay-Z schwul ist. Ich will kurz erwähnen, dass es hier nicht darum geht, Homosexuality, man, zu sagen, Jay-Z schwul, um mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Hier geht es um die merkwürdigsten Geschichten über Jay-Z und Beyoncé und das ist halt eine davon. Leute, ich mache das nicht extra und suche jedes Mal Aufnahmen aus, wo Leute sagen, dass Rapper oder Schauspieler den Teufel anbeten. Aber heute kommen wir wieder nicht drum herum, dass das Thema aufkommt, denn... Ja, wenn du dich mit der Musikindustrie auseinandersetzt und da reingehst, gerade hier so in Amerika, dann kommst du, glaube ich, um diesen Motherfucker, den wir gerade im Bild sehen. I don't like him. Kommst du nicht drum rum. Behauptet, dass Jay-Z den Teufel anbetet. Wir schauen uns an, von wo die Idee kommt, dass Jay-Z den Teufel anbetet. Es hat etwas mit Freimaurerei zu tun. Noch dazu gehen wir auf einen Vortrag von Professor Dr. Walter Veit ein, wo detailliert und mit Quellenangabe gezeigt wird, wer der Gott der Freimaurerei ist. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Es wird spannend, meine lieben Freunde. Wir gehen rein in die miese Recherche heute wieder. Also ich hab Bock, ja. Ich muss sagen, ich finde Flex Doku seine Videos echt immer gut, angenehm. Kann man schön zuhören, gut zusammengefasst, gute Sachen auch immer eingeblendet und so. Oder Freunde, was sagt ihr? Einmal Herzen in den Chat für den Bruder Flex Doku. Danke im Voraus. Jay-Z, man. This shit, man. As far as Jay-Z, I never said he was a homosexual. Satan, Lucifer, and God. He imaged himself after a gay painter. Krass, hat zurückgezogen, wa? Also imitiert einen schwulen Maler. Big homie wanted to look like a gay painter. What do you think Jay-Z stands for now? Well, it's obviously they've been controlled by Satanism. I mean, I'm not really scared to say that. We all know Luciferians, Freemasons, and all occult knowledge that... Das... Muss sagen, bei Jay-Z habe ich auch keine guten Vibes. So, damals habe ich seine Musik schon gefühlt, so habe ich mir viel Stuff auch von ihm reingezogen. Aber irgendwann, weiß nicht, ich habe auch ein, zwei Dinge gehört, ein, zwei Dinge gesehen und dann auch, weiß ich nicht, so, das ist mir alles viel zu fake, das ist mir alles viel zu gesteuert, kommt mir das alles rüber mit Beyoncé und Jay-Z. Und ich fühle da nichts Echtes, sondern im Gegenteil, wenn ich denen in die Augen gucke, dann sehe ich eher, spüre ich nichts Nices. Ich persönlich jetzt. Freimaurer vom 30. Grad bis zum 33. Grad es hören dürfen, dass Lucifer Gott ist. Lucifer ist ihr Gott. Jay-Z, auch bekannt als Sean Corey Carter, ist einer der einflussreichsten Rapper und Geschäftsmann in der Musikindustrie. Seine Karriere begann in den 1990er Jahren, als er in Brooklyn aufwuchs und als Rapper und Produzent arbeitete.
1996 gründet er zusammen mit Damon Dash und Kareem Bocky das. Dame Dash zum Beispiel löst bei mir gute Vibes aus, sag ich dir ehrlich. Der ist zwar manchmal ein bisschen so auf den Angry Vibes unterwegs, aber ich habe schon damals mir ein Interview von dem reingezogen, was ich einfach extrem gefühlt habe. Extrem. Also ich mag den Bruder. Dame Dash, love. Label Rockefeller Records, das zu einer der bekanntesten Labels der Musikindustrie wurde. Mit seinem Album Reasonable Doubt im Jahr 1996 und seinem zweiten Album In My Lifetime erlangt er Anerkennung als einer der besten Rapper seiner Generation. Der kommerzielle Durchbruch gelang Jay-Z mit dem Album Hard Knock Life. Krasses Album. Krasser Song auch. Titelsong wild. Hard Knock Life wurde sein meistverkauftes Album mit 5,4 Millionen verkauften Einheiten. Neben seiner Karriere in der Musikindustrie ist Jay-Z auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist Mitbesitzer der NBA-Mannschaft Brooklyn Nets und hat ein Unternehmen. Es ist halt, wenn du auf ein gewisses Level aufsteigst, so, dann ist es halt leider so, dass du halt wirklich mit diesen teuflischen Dingen konfrontiert wirst in den Staaten. Ich bin überzeugt davon und es gibt auch schon genug eigentlich Beweise und genug Leute, die das auch davon geredet haben, dass du dann halt auf gewisse Partys eingeladen wirst, da gewisse Dinge passieren, du gewisse Dinge tun sollst, damit die dich irgendwie unter Kontrolle haben und dich steuern und leiten können. Und dann merkst du auch, wie die Leute sich verändern, weißt du? Du merkst auch, wenn die dann diesen einen Step gemacht haben in die obere Liga rein, wie sich auf einmal deren Content, deren Talks, deren Musikvideos, deren Message nach außen, wie sich das alles verändert, so, weißt du? Es ist dann nicht mehr individuell. Es scheint dann so, als ob die alle die gleiche Message vertreten, die alle denselben Shit nach außen verbreiten und über dieselben Dinge reden, so, weißt du? Wie Uber und Tidal investiert. Auch gründete er im Jahr 2008 die Unterhaltungsagentur Roc Nation. Im Jahr 2000 haben sich Jay-Z und Beyoncé das erste Mal gesehen. Im Jahr 2001 fingen sie eine Beziehung an. Im Jahr 2008 haben sie geheiratet. Jay-Z und Beyoncé haben seitdem gemeinsam Musik gemacht, zusammen getourt und haben 3 Kinder. Und hier fangen schon die merkwürdigen Geschichten an. Zum Beispiel wird behauptet, dass Jay-Z und Beyoncé nur aus Businessgründen miteinander verheiratet werden und ihre Beziehung auf einem Businessvertrag aufgebaut ist. Ich kann mir auch echt sowas vorstellen. Kann ich mir echt vorstellen, dass man sowas zu einem Business macht einfach so. Weil man halt auch weiß, dass es funktioniert. Ich glaube, sowas gibt es auch im Kleinen, sowas gibt es auch in Deutschland, Instagram-Couples und so ein Scheiß. Da gibt es, glaube ich, viele, die sich zusammengetan haben oder einfach gesagt haben, ey, das ist ein gutes Business, Mann, Frau, wir können viele Leute anziehen und wir können unser Ding dann machen und lass uns das businesstechnisch irgendwie so durchziehen. Und falls es sogar Streits gibt und so, dass man das eventuell auch noch länger weiterhin so durchzieht, weil es einfach businesstechnisch einen Vorteil hat, wenn man zusammenbleibt, so. Weißt du? Also ist nicht so weit hergeholt. Sie sollen angeblich anstatt einer Heiratsurkunde einen Businessvertrag unterschrieben haben. Der ehemalige Bodyguard der beiden hat vor kurzem ein Video auf Social Media Plattform veröffentlicht, in dem er sehr interessante Behauptungen aufgestellt hat. Er sagt, wie vorhin besprochen, dass sie nur aus Businessgründen zusammen wären. Er sagt, er weiß die düstersten Dinge über sie und droht damit, Aufnahmen zu veröffentlichen. Sie wären ein skrupelloses Paar, das über Leichen gehen würde, um ihre Ziele zu erreichen. Zum Beispiel soll Carrie Hilson, die bestimmt für einige von euch ein Begriff ist, deswegen nicht mehr in der Musikindustrie stattfinden. Noch dazu beschuldigt er Jay-Z, Beyoncé mit Substanzen vollzupumpen, um sie besser kontrollieren zu können. Remember, all the receipts, all the proof, the old school footage, I still have it. See, hardly nobody knows, but I'll say it, man. Yeah, Beyoncé's on drugs. She been on them for a long time. And ich hab die live gesehen. Oder die haben eine ganz komische Ausstrahlung. Ich schwör's dir. Die strahlen irgendwie was, das ist irgendwie, viele Leute würden das als magisch bezeichnen, aber die haben so ein Vibe, der macht Angst. Weißt du, das macht Angst irgendwie. Ich habe die beide live gesehen und das weiß ich nicht, Digga. Da ist irgendwas im Busch hinten. Du merkst es, du spürst es, wenn du ein bisschen ein eigenes Gefühl hast und wenn du ein bisschen dahin hören kannst, so, dann spürst du doch bei Menschen, was die für eine Energie, was die für eine Frequenz ausstrahlen. Und da ist irgendwas, was die nicht Positives ausstrahlen. Und Bro, sag ich dir ehrlich, ist ja auch nicht weit hergeholt, was der jetzt gerade erzählt, dass die über Leichen gehen und so. Viele von den Leuten, die es ganz nach oben geschafft haben, die schaffen halt irgendwann ihre eigene Ethik, Moral und diese ganzen Geschichten schaffen die halt ab. Und es gehört auch mit dazu, glaube ich, dass du diese Sachen abschaffst, weil es ist göttlich und die wollen nicht, dass da göttliche Messages nach außen getragen werden, sondern es soll halt einfach weiterhin diese Message nach außen getragen werden, die die Leute unten hält und so. Und deswegen glaube ich, das gehört mit dazu. Wenn du diesen einen Step nach ganz oben machen willst, musst du deine Menschlichkeit, deine Moral und deine Ethik einfach beiseite legen. People that way.
Auch hat er behauptet, dass die Kinder der beiden nicht ihre Kinder sind. Dazu gibt es auch eine sehr interessante Geschichte über eine Fake-Schwangerschaft. Vor ein paar Jahren hat die Talkshow-Moderatorin Wendy Williams in einer Show 10 Minuten damit verbracht, den Leuten zu erklären, dass die Schwangerschaft von Beyoncé gefaked war und sie mit einem Fake-Bauch rumgelaufen ist. Sie zeigte Szenen, in denen man sieht, wie sich der Bauch von Beyoncé beim Hinsetzen zusammenfaltet. Als ob... Bro, was los mit den Leuten, ja? Ein echter Bauch war. As ridiculous as it sounds, you know I did my research and we've got the video to prove. Hold on. Just take a look at the video. Okay, so here's Beyoncé and she's walking out. But why? Why? Why should she do it, bro? Warum sollte sie es tun? And everything is fine. She's 5 months pregnant. Then she sits down and... Okay, no, we're going to rerun it until you see it. Über die Obamas gibt's auch heftige Gerüchte. Ja, Digga. Ja, ich glaube, ein Gerücht ist, dass Michelle gar keine Frau ist, ne? Tranny Eden, man. Wenn man sich das Kind der beiden anschaut, sieht man, dass es eine sehr große Ähnlichkeit mit Beyoncé hat. Doch der Bodyguard hat auch gesagt, man kennt es bestimmt, wenn Geschwister Kinder haben. Und dass diese Kinder oft eine sehr große Ähnlichkeit miteinander haben. Er deutet an, dass das erste Kind von Beyoncé von ihrer Schwester oder einer nahestehenden Person ist. Über Beyoncé gibt es noch eine sehr interessante Geschichte. Kimberly Thompson, Beyoncés ehemalige Schlagzeugerin, beschuldigte die Sängerin im Jahr 2018 der Hexerei. Das Thema habe ich schon mal in dem Video Magie, Fakt oder Fiktion erwähnt. Krass. Aber nochmal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Kimberly Thompson arbeitete 7 Jahre lang als Beyoncés Schlagzeugerin. Sie beantragte im Jahr 2018 eine einstweilige Verfügung gegen Beyoncé und behauptete, dass Beyoncé an schwarzer Magie beteiligt sei. Sie soll ihre Katze umgebracht und sie verflucht haben. Vor Gericht wurde ihr Antrag jedoch abgelehnt. Mehr zu dem Thema in dem Video Magie, Fakt oder Fiktion. Crazy, das könnten wir uns auch nochmal reinziehen. Haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Nee. Normalerweise sind wir ja fortlaufend am Start, wenn ich das so sagen darf, bei den Flex-Dokus, aber das war, glaube ich, vor der Zeit, wo wir angefangen haben, auf den Bruder zu reagieren, ne? Kommen wir zu den Geschichten über Jay-Z. Vor kurzem hat 50 Cent nach einem Beef mit Jay-Z ein paar interessante Sachen über ihn erzählt. Er suggeriert schon seit einer Zeit, dass Jay-Z schwul ist. Der Beef zwischen Jay-Z und 50 Cent geht schon Jahre zurück. Das Ding mit dem Gay-Ding ist halt auch so, das ist halt auch, wird halt auch einfach genutzt für Beef-Zwecke, ne? Ich glaube, 50 hat schon viele als gay beleidigt, während die Beef hatten, oder nicht? Ist immer so eine Sache. Das erste Mal, dass sie Meinungsverschiedenheiten hatten, war im Jahr 99, als 50 Cent Jay-Z auf seinem Track How to Rob gedisst hat. 50 Cent hatte gerade bei Columbia Records unterschrieben und wartete auf die Veröffentlichung seines Albums Power of the Dollar. Um sicherzugehen, dass das Album so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommt, disste er eine Reihe von Rappern, die zu dieser Zeit populär waren. Zu den Rappern, die er benannt hat, gehörten Busta Rhymes, Lil' Kim, Mace, Will Smith, DMX, Big Pun, Slick Rick, Master P, Diddy... Sheesh, der hat ausgepackt, der Bruder. Jay-Z. Jay-Z hat ihm natürlich geantwortet und der Beef ging eine Zeit hin und her, bis er vor kurzem nochmal richtig angeheizt wurde. Bestimmt kennt ihr alle den Super Bowl. Bei dieser Veranstaltung gibt es ja immer einen Auftritt, der in der Halbzeit stattfindet. Im Super Bowl 22 waren das zum Beispiel Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und viele weitere. Schon Gänsehaut-Feeling gab bei dem Event hier. Auch wenn das auch sehr umstritten ist. 50 Cent. Doch 50 Cent wurde verarscht. Denn man hat seine Performance aus der Version, die im Fernseher ausgestrahlt wurde, einfach rausgeschnitten. 50 Cent behauptete, dass Jay-Z hinter dieser Aktion steckt. Er soll seine Einflussmöglichkeiten genutzt haben, um ihn aus der Werbung rauszustreichen. Man wollte... War doch dabei, oder? ...ihn eigentlich gar nicht auftreten lassen. Dass er überhaupt auftreten durfte, hat er auch nur Eminem zu verdanken. Laut Nori soll Eminem Jay-Z gesagt haben, dass er nicht im Super Bowl auftreten wird, wenn 50 Cent nicht auch einen Auftritt bekommt. I hit the homie. I hit the homie, bro. Ich muss sagen, ich war ein bisschen, seitdem diese Situation mit Nori, wo damals Kanye bei denen war und da so ein bisschen wild ausgepackt hat so und Nori dann so komisch hin und her gerudert ist so, habe ich mir keine Drink Champs Folge mehr reingezogen. Ich nehme so eine Sache manchmal so auf und dann denke ich mir so, ey, Jungs, fand ich nicht stabil, wie ihr da reagiert habt so und dann ziehe ich mir das erstmal nicht mehr rein. Dann. The big homie Jay-Z, right? And I told him to come pull up on me. Mm. And he pulled up on me and he said, the white guy called for 50 Cent. Mm. So I said, who's the white guy? Eminem called directly for 50. And he said, that's his guy. He said, I can't do it if I can't bring 50 up. Danach fing 50 Cent auf einmal an anzudeuten, dass Jay-Z schwul ist.
Zum Beispiel sagte er, warum kleidet sich Jay-Z wie ein schwuler Künstler und will ihn imitieren? Er von dem Style, den Jay-Z zurzeit fährt. Diesen Style mit den Haaren und dem Kleidungsstil hat er von dem schwulen Künstler Jean Michael Basquiat. Jean Michael Basquiat war ein berühmter Künstler und Maler aus New York City. Ja, okay, Digga, aber wenn du jetzt eine Frisur von jemandem kopierst, der schwul ist, Digga, heißt das noch lange nicht, dass du auch schwul bist, Digga. Das ist jetzt ein bisschen, also das ist ein bisschen zu einfach ausgedrückt, finde ich an der Stelle. Ja, Schwule können auch einen freshen Style haben, oder nicht? Der in den 1980er Jahren bekannt wurde. Jay-Z hat einmal in einem Interview gesagt, dass Basquiat ein Vorbild für ihn war und dass er von seiner Arbeit und seinem Lebensstil inspiriert wurde. In seinem Song namens Most King. Auch keine Sache, wo ich jetzt direkt sagen würde, ja und jetzt? Auch ein Schwuler kann dich inspirieren, Bro. Also da bin ich lockerer drauf eingestellt. Den Jay-Z 2011 veröffentlicht hatte, erwähnt er Basquiat ebenfalls. Inspired by Basquiat, my chariot's fire, everybody took a shot, took my body up tired. Auf jeden Fall stellt 50 Cent die Frage, warum will Jay-Z wie dieser Künstler aussehen? Er deutet an, dass Jay-Z schwul ist. Wie sieht der aus, Bro? I was in the ad, right? Because of Jay-Z and him was putting it together with M, because like with Nori was, he had communication. He said, yeah, so I talked to the big homie. He was saying to Jay, he was telling me, you know, the white boy wouldn't do the truth without 50. That's when I start saying. Sehe ich anders, sagt einer. Du findest, wenn du ein Hetero bist, dann kannst du dich von einem Schwulen nicht inspirieren lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler schwul ist so und der macht irgendwie krasse Sachen, malt krasse Bilder oder keine Ahnung, hat einen heftigen Style oder so. Nur weil der schwul ist, darf man sich dann von dem nicht inspirieren lassen. Weiß ich nicht, sehe ich auf jeden Fall anders, ich bin da offener. Crazy stuff, because I look and I go, oh, that's your big homie, right? So he images himself after a gay painter. The okay. Big homie wanted to look like a gay painter. Da, ich sehe das sehe ich jetzt gerade nur als Beef, Bro. It's Beef. Der hat was gefunden, was er gegen ihn verwenden kann. What are we talking about here? We're talking about Basquiat. He wants to look like a gay painter. Oh my God, I think I know where we're going with. Doch das war nicht die einzige Person, die so etwas über Jay-Z behauptet. Der ehemalige Mentor von Jay-Z, Jazz-O, hat ebenfalls in einem Interview ein paar sehr interessante Sachen. Obwohl halt ja auch, also das jetzt, da bin ich gespannt, was jetzt kommt so. Es gibt halt diese Theorie, dass wenn du ein gewisses Level erreichst, gab es ja auch bei P. Diddy und so, dann wirst du halt irgendwo eingeladen, Digga, und dann sagt halt einer, Bro, dann wird schwule Activity angeschmissen an der Stelle und wird dann auch meistens recorded, so wie ich das gehört habe, dass sie dann was haben, was sie dann ultimativ gegen dich verwenden können, sodass du dann halt wirklich auf die hören musst, egal was gesagt wird, so. Und dann kommst du halt direkt mal ein paar Stufen nach oben, so. Von sowas habe ich halt schon gehört, weißt du? Bin erzählt. Er deutet ebenfalls an, dass Jay-Z in homosexuelle Aktivitäten verwickelt ist. Auch kommen wir hier wieder zu dem Thema Satanismus. Jazz-O deutete ebenfalls an, dass Jay-Z den Teufel anbetet. Gleich gehen wir darauf ein, wie Leute auf die Idee kommen, dass Jay-Z den Teufel anbetet. Es hat was mit Freimaurerei zu tun. Jay-Z, man. He's involved with this shit, man. He's involved with that play shit. Like, see, people don't understand the science behind Satan, Lucifer, and God. And if you notice, he calls himself Jehovah or Hov. Doch kurz nach diesem Clip wurde Jazz-O aufgesucht und Warte mal kurz, ja, Jehovah, was. Da, er wollte doch, glaube ich, erzählen. Er wollte doch, glaube ich, jetzt erzählen, was der Name heißt, oder nicht? Why you cut it off, man? Er sein Statement zurückziehen. Er behauptete, dass alles nicht so gemeint war. Und er nicht gesagt hat, dass Jay-Z schwul ist. Doch am Ende des Statements sagt er dann, ich ziehe keine meiner Aussagen zurück. Er sagt zuerst, dass er nicht gesagt hat, dass Jay-Z schwul ist. Aber sagt am Ende, dass er keine seiner Aussagen zurückzieht. Wenn man es so sieht, er hat ja nicht gesagt, dass Jay-Z schwul ist. Er hat es angedeutet. First off, you know, I want to make a statement. As far as Jay-Z, I never said he was a homosexual. Er hat nur gesagt, he's involved in those things, bro. No? Das heißt ja noch nicht, dass du schwul bist, bro. Wenn das zu diesen Ritualen oder zu diesem nach oben kommen dazu gehört. Musst du ja nicht unbedingt schwul dafür sein, aber du musst es halt tun. Du musst halt deinen Arsch verkaufen, quasi. He's involved with this shit, man. I would not call me being a heterosexual, I would never insult a man by calling him a homosexual, you know, as far as that's concerned. I never witnessed any homosexual activity because, I mean, come on, first of all, if I did, like, what would I be doing then? You know what I'm saying? Like, what am I doing?
Third, I don't want anybody to ever get anything twisted. If you do see the video footage, I'm not retracting any of my statements. Oder irgendeiner hat den angerufen und hat gesagt, Bro, du musst irgendwas sagen, sonst bist du gefickt. Dass Jay-Z etwas mit Satanismus zu tun hat, erzählt uns auch ein junger NFL-Spieler, der Jay-Z kennengelernt hat. Der Footballspieler Larry Johnson lernte Jay-Z kennen, nachdem er einen Laden eröffnet hat und angefangen hat, Kleidung der Marke Rockaway zu verkaufen. Damon Dash kam zu ihm und nahm ihn bei seinem Sportlabel Athletic Rock unter Vertrag. Darauf lernte er Jay-Z kennen. Die geschäftliche Beziehung endete ein paar Jahre später, da der NFL-Spieler immer wieder in Probleme gekommen ist. In seiner Auszeit fing er an, über Jay-Z zu recherchieren. Und er ist zum Entschluss gekommen, dass Jay-Z ein Satanist ist. Er sagt, ich habe keine Angst, es auszusprechen. Jay-Z ist ein Teufelsanbeter. Jay-Z hat zusammen mit Kanye West ein Lied, das Lucifer heißt. Viele interpretieren den Track als eine Huldigung Satans. Gleich gehen wir auf ein paar weitere... Mit Kanye auch noch, Digi. What the fuck, Kanye, bro? Der Bruder hat auch einige Scheiße verzapft, so. Der war definitiv auch drin. Vielleicht ist er irgendwann vielleicht raus oder versucht irgendwie rauszukommen, aber... Sachen über dieses Thema ein. What do you think Jay-Z stands for now? Well, it's obviously they've been controlled by Satanism. I mean, I'm not really scared to say that. We all know Luciferians, Freemasons. Kanye rudert zurück, Kanye ist weg von dem Shit. Er versucht's, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er weg ist, sag ich euch ehrlich, Bro. Sag ich euch ehrlich. Also ich bin mir zum Beispiel überzeugt davon, dass Kim Kardashian ganz tief drin ist. So, ganz tief in dieser Satans-Scheiße, in dieser Anti-Gott-Scheiße. Und Kanye war mit der lange zusammen. Hat das Game auch mitgespielt, glaube ich, lange Zeit, weißt du? Hat ja selber sogar gesagt, dass er seine Mom gesacrificed hat irgendwie. Oder musste seine Mom sacrificen. Und glaube ich versucht, hat dann irgendwann den Punkt, irgendwann ist er an den Punkt gekommen, wo er sich selbst gesagt hat, so ich kann das nicht mehr und ich muss jetzt irgendwie anfangen, Dinge auszupacken. Das war ja auch dann der Punkt, wo er dann zum ersten Mal auch in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Ist natürlich klar, die werden dann alle hellhörig und dann werden Maßnahmen getroffen, wird er vollgepumpt mit Medikamenten, damit er wieder ruhig bleibt und wieder das Ding so durchzieht, wie er es vorher durchgezogen hat. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass er irgendwie eine Art von Transformation gemacht hat und zumindest versucht, da rauszukommen und das irgendwie auch wieder gut zu machen, so weißt du? All occult knowledge that there was drugged up from Egypt have now surfaced itself in American society. And if you actually dig through the raps, like as I have, before it was all about partying and popping bottles. But Mark hat gerade gesagt, da kommt... kommst nicht so einfach weg, oder? Kommst du auch nicht, merkst du doch auch bei dir. Also hast du ja auch jetzt gesehen, was dann für Kampagnen gegen ihn gestartet werden und so, wenn er auf einmal anfängt, andere Dinge zu erzählen, weißt du? Gottesfürchtige Dinge zu erzählen und so, dann merkst du ja auch, da werden ganz viele Hähne zugeschaltet, so, da werden ganz viele Deals auf einmal gecancelt, da wird ganz viel zugemacht dann, so, da verlierst, da bist du auf einmal nicht mehr der reichste Schwarze, so, ne, da verlierst du halt sehr viel von everything und das ist bei jedem so. Der versucht, auf die göttliche Seite zu kommen und die gute Message nach außen zu tragen. Und aber ein Teil der großen Industrie ist, Bro, wirst du rasiert, weil es hat mit Mainstream nichts zu tun. Der Mainstream will nicht, dass du eine gute Message nach außen trägst. Will er nicht. Und wenn du anfängst, gute Dinge zu verbreiten und gegen den Mainstream zu reden und auch Politik und Gesellschaft und diese ganzen Themen ansprichst, so, dann bist du ein Enemy. So. Dann bist du ein Feind von den Leuten und dann wirst du bekämpft. You listen to it again with a new ear. Obviously, they're not serving the same most high God that I am. Der Footballspieler hat auch davon geredet, dass Jay-Z ein Freimaurer ist. Es gibt Bilder, die zeigen, wie eine Person, die wie Jay-Z ausschaut, mit Freimaurergewand in einer Freimaurerloge sitzt. Leute, demnächst werde ich vielleicht mal ein ausführliches Video über den Ursprung von Geheimgesellschaften machen. Lasst uns mal ganz kurz darauf eingehen. Angeblich sollen alle Geheimgesellschaften ihren Ursprung in antiken Geheimreligionen aus Babylon, Ägypten, Indien, Persien und Griechenland haben. Gary H. Carr hat in seinem Buch Road to Global Occupation mal gezeigt, wie es seiner Ansicht nach mit den Geheimgesellschaften angefangen hat und wie diese Einfluss auf die Gesellschaft haben. Freimaurer sein heißt halt auch noch nichts, ne? Also, solange du da nicht in speziellen Logen nochmal drin bist oder irgendwie spezielle Ränge hast oder so, habe ich mir letztens auch den Talk reingezogen. Von einem Ex-Freimaurer aus Deutschland. Ich meine, okay, das kannst du auch nicht miteinander vergleichen, aber
Das heißt erstmal noch nichts, wenn du da in so einer Gesellschaft drin bist. Heißt auch nicht, dass du irgendein krasses Knowledge hast oder irgendwie, weiß ich nicht, spezielles Wissen hast oder so. Aber in den Staaten, es gibt noch innerhalb der Gesellschaften nochmal Gesellschaften, wo dann gewisse Leute eingeweiht werden in gewisse Dinge so. Und ja, davon werden wir aber in der Öffentlichkeit nichts mitbekommen, weil sonst würden die Dinge auch nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren. Das sind dann wirklich die Geheimgeheimgesellschaften, weil Freimaurer ist keine Geheimgesellschaft mehr. Das ist ein offizielles Ding, Bro. Viele denken ja, dass die Freimaurer viel zu sagen haben. Aber die Freimaurer sind nur die Stimme, die man hören und sehen soll. Hinter diesen Leuten sollen angeblich viel mächtige Organisationen stecken, deren Name auch nicht so breit getreten ist wie der von den Freimaurern. Wie gesagt, vielleicht werde ich demnächst mal ein extra Video darüber machen. Wäre interessant, Bro. Würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Leute, wenn ich wie gerade Wörter zensiere, ist das, weil ich nicht will, dass unter meinem Video so ein Banner angezeigt wird. Es gibt manche Themen, bei denen Videos geflaggt werden, wie zum Beispiel Freimaurer, Rothschilds und viele andere Themen. Wir scheißen drauf an der Stelle. Freimaurer, Rothschilds und viele andere Themen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Vorhin wurde ja auch behauptet, dass Jay-Z den Teufel anbetet. Ah, Digga, ich hab die ganze Zeit deutschen Untertitel. Ist das die ganze Zeit schon so? Nee, ne? Leute, bei der Freimaurerei ist das so, dass die unteren Grade eigentlich von nichts Bescheid wissen. Erst ab den höheren Graden, wenn diese Leute bestimmte Sachen gemacht haben, werden sie eingeweiht. Es gibt eine Person namens Dr. Walter Veit, der eine Reihe von 12 Vorträgen 1,5 Stunden rausgebracht hat, wo er detailliert und mit Quellenangabe unglaubliche Sachen mitgeteilt hat. Krass. Interessant. 1,5 Stunden Dinger? Könnte man sich im Stream reinziehen, wa? In einem dieser Vorträge zitiert er mehrere hochgradige Freimaurer, die alle das gleiche sagen. Und zwar, dass Lucifer der Gott der Freimaurerei ist. Einer davon ist der 33 Grad Freimaurer Albert Pike. Dieser Mann sagte, dass man ab dem 30. Grad vor der jeweiligen Person sagen kann, dass Lucifer Gott ist. Sie beten sozusagen ganze Zeit den Teufel an und wissen es gar nicht, bis sie zum 30. Grad ankommen und ihnen dort erzählt wird, dass sie schon die ganze Zeit den Teufel angebetet haben. Bei den Freimaurern gibt es 32 Grade und einen Ehrengrad, den 33. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von Dr. Walter Veits Vortrag. Wer ist der Gott der Freimaurerei? Was ist mehr lächerlich, um zu sagen, dass Lucifer der Teufel ist? Lucifer ist doch nicht der Teufel. Unser der intellektuelle Lucifer ist der Geist der Intelligenz und Liebe. Er nee, ist klar. Ist der Parakletos, der Advokat. Aha. Selber sagen, Lucifer ist der Advokat, der Erlöser. Albert Pike selber sagt, Lucifer ist der Lichtträger, zweifle nicht dran. Er ist der Luftträger. Morals and Dogma, zweifle nicht dran. 3, 2, 1, glaub mir, es steht da. Noch eins, der Teufel ist die Verpersönlichung vom Atheismus und Götzendienst. Und somit gibt es einen anderen Teufel, den sie nicht gut sprechen. Die Bibel sagt, Satan wird sich verstellen als ein Engel des Lichts. Und das ist genau, was er tut. In diesem Zitat sagt Albert Pike, dass alle Freimaurer vom 30. Grad bis zum 33. Grad es hören dürfen, dass Lucifer Gott ist. Lucifer ist ihr Gott. Crazy, Digga. Leon, Lucifer heißt der Lichtbringer. Und jetzt ist es was Gutes, sagst du, oder was? Nur weil er so heißt, heißt es noch nicht, dass es real ist, oder? Also die Geschichte von Lucifer ist ja, der war ja mal ein Engel von Gott, der dann verbannt wurde. Und dann quasi den teuflischen Shit aufgebaut hat, um gegen das Gute zu kämpfen. Weil er halt von dem Guten verbannt wurde. Das ist die Story in der Bibel, glaube ich, so zusammengefasst. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der Teufel oder Lucifer irgendwas Gutes ist. Ne? So. Was denkt ihr über diese Themen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Ich küsse dein Herz, Flexi Flex. War mal wieder ein starkes Video gewesen, Bro. Genau so weiter, mein Jutster. Liebe geht raus natürlich von mir und von dem ganzen Chat an dich, mein Bruder. Mach genau so weiter. Hat Spaß gemacht, wieder auf ein von deinen Videos zu reagieren. Chat, was sagt ihr zum Video? War cool, oder? War doch nice, oder nicht? Safe, starkes Video. Er macht immer krasse Videos. Ja, finde ich auch. Finde ich echt.
finde ich echt, er macht gute Zusammenfassungen. Und ich finde vor allen Dingen auch die Sachen, die er teilweise einblendet, halt auch sehr stark, weil er immer mehrere Quellen da nimmt und mehrere Leute, die über das gleiche Thema geredet haben. Und dann, es gibt immer so eine gute Zusammenfassung von den Dingen, weißt du? Es ist nicht nur einseitig irgendwie, dass einer erzählt seine Perspektive, sondern immer so aus verschiedenen Blickwinkeln von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Leuten, auch verschiedene Theorien und so. Finde ich echt stark, Bro. Genau so weiter. I like that, man. Im Islam auch. Ah, ist die Story da im Islam auch, ne? Mit dem Engel und der dann verbannt wird quasi von Gott, ne?